Jetzt sind wir beim sogenannten Mobile Store oder wie Wanzl es nennt, der Study Box. Und das ist ein gesamter Laden, der auf einem LKW angeliefert wird und dann hier steht. Stefan Huemer, dieses Konzept, das klingt sehr einfach. Ja, es klingt sehr einfach, hat doch eine gewisse Zeit gedauert für die Umsetzung, aber wir haben es jetzt finalisieren können. Wir haben bereits so ein Konzept bei uns in Leipheim stehen und das erste wird bald beim Kunden dann stehen. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen einkaufen. Gehen wir mal ein bisschen einkaufen, ja. Also was muss man machen, bevor man in den Laden kommt? Der Kunde muss sich einfach in einer App registrieren und kann dann den Mobile Store auswählen und bekommt dann einen QR-Code und kann diesen dann einfach scannen und kann den Markt betreten. Also Herr Huemer, diese Gummibärchen sehen ja wirklich fantastisch aus. Sehr lecker, sehr lecker. Wie kann ich die jetzt bezahlen oder beziehungsweise einscannen? Dadurch, dass dieses Konzept personalfrei ist, hat der Kunde die Möglichkeit, einfach den gesamten Einkauf mit Hilfe von seinem Smartphone zu erledigen. Ach, das heißt, hier gibt es gar keine Mitarbeiter? Nein, hier sind keine Mitarbeiter notwendig. Okay, dann scannen wir mal. Okay, und jetzt ist das praktisch im Warenkorb? Genau, jetzt haben wir das Produkt im Warenkorb und wenn der Kunde alle seine Produkte gefunden hat, dann kann er bezahlen gehen. Wunderbar, das heißt, jetzt gehen wir mal bezahlen, weil ich will ja dann auch endlich mal die Gummibärchen essen. Und wie kann ich jetzt zahlen? Der Kunde hat die Möglichkeit, entweder mobil zu zahlen oder am Self-Checkout. Okay, und dann überträgt man es hier rüber? Genau, man überträgt seinen Warenkorb einfach auf den Self-Checkout und kann hier dann bezahlen. Und da kann man mit allen gängigen Zahlungsmitteln dann? Genau, richtig, außer Bargeld. Ja, das ist ja klar in der neuen Zeit. Und welche Zielgruppen sehen Sie denn jetzt für diesen Mobile Store? Also dieses Konzept passt hervorragend für Universitäten oder für Firmengelände oder auch für ländliche Gegenden. Und ich habe gehört, wenn der LKW ankommt, dann dauert das Ganze nur 7 Minuten, bis der Laden steht. Und hier hinten gibt es sogar noch einen Kühlraum und einen kleinen Technikraum, der notwendig ist. Natürlich. Danke, Stefan Huemer. Dankeschön.